Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute testen wir eine neue Marke für euch und zwar geht es heute um Hukain. Als erstes testen wir den Papaya Mongo. Viel Spaß beim Review und sollte euch das Ganze gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder ein Abo da. So, da sind wir wieder mit dem Hukain Papaya Mongo. Was das Ganze sein soll, kann man sich ja schon halbwegs denken bei dem Namen. Es geht um einen Papaya-Mango-Tabak. Aber da ist auch auf jeden Fall noch entweder so eine Mentholnote oder so eine Minze, die aber nicht so in die Pfefferminz-Richtung geht. Schnitt und Feuchtigkeit blenden wir euch jetzt beim Kopfbau ein. Wir haben das Ganze im Werkbund Spot gebaut. Darauf ist ein Kaminaufsatz, darauf dann drei Black Kokos. Und das Ganze rauchen wir in der Shishaya Kaili 350. Schnitt ist okay, es waren ein paar Ästchen drin, aber nicht so, dass es stören würde. Aber er ist mir definitiv ein bisschen zu feucht und das merkt man auch beim Hitzemanagement, denn er braucht ordentlich Hitze, dass der richtig läuft. Er läuft trotzdem gut, ja, aber ihr braucht halt wirklich viel Hitze und mehr Molasse in der Dose, heißt auch, ihr bekommt im Endeffekt ein bisschen weniger Tabak. Aber es ist noch hart an der Grenze, ja, also es geht gerade noch klar, aber es wäre vielleicht cool, ein kleines bisschen weniger Molasse, ein bisschen mehr Rohtabak. Das wäre auf jeden Fall deutlich besser. Kosten tut das Ganze übrigens 16,90 € für die 200 Gramm. Ich rauche ein bisschen und Warren riecht mal dran. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr natürlich herbe Papaya-Mango-Note. Also die Mango ist auf jeden Fall nicht so wirklich extrem künstlich, aber auch trotzdem irgendwie extrem herb und doch wieder ein bisschen künstlich. Also es ist nicht so, als würdet ihr jetzt eine Mango komplett frisch aufschneiden und würdet dran riechen und würdet sagen so, boah, geil, ist das eine heftige, gute Mango. Es ist eher so ein bisschen herber, ein bisschen künstlicher, aber so ein ganz kleiner Ticken, der mich halt eventuell ein bisschen stören würde. Aber trotzdem riecht er auf jeden Fall sehr gut und auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie er dann raucht, weil so vom Geschmack her gefällt er mir ziemlich gut. Also als erstes zum Geruch muss ich sagen, er riecht brutal lecker. Ja? Also Geruch gefällt mir mega, mega gut. Ihr habt eine herbe Mango und eine herbe Papaya, die, und jetzt, ich weiß auch genau, was du meinst mit, ja, es ist nicht künstlich, aber hey, es ist doch künstlich, weil es ist definitiv viel, viel weniger künstlich als die meisten anderen Mango-Tabaksorten, die man so kennt. Papaya kenne ich jetzt eigentlich nicht, ist nicht so verbreitet, aber um auch bei der Mango zu bleiben. Sie ist weniger künstlich, also viel weniger künstlich als die meisten anderen Mangosorten, aber ist halt trotzdem noch immer keine mega natürliche Mango. Aber definitiv viel natürlicher und gefällt mir extrem gut vom Geruch. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack, da ist das ganz genauso. Also ihr habt eine sehr leckere Mango am Start, die definitiv natürlicher ist als normal, aber immer noch nicht nah an einer natürlichen Mango dran ist. Papaya kommt auch gut durch, also ihr habt auf jeden Fall bei der Mango so eine Beinote. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie eine Papaya schmeckt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Papaya gegessen habe, wahrscheinlich irgendwann im Urlaub vor 5 Jahren oder so. Aber die kommt auf jeden Fall auch durch. Ihr habt da noch so eine Note dabei. Das Ganze ist relativ herb gehalten, nicht so süß überladen, wie viele Fruchttabaks mittlerweile so sind. Und gefällt mir auf jeden Fall mega, mega gut. Den rauchst du dir auch schon die ganze Zeit nebenbei. So feucht wie der ist, qualmt das dann natürlich auch, wenn man dir ein bisschen Hitze gibt. Ja, beim Geschmack ist es bei mir eigentlich identisch. Ihr habt weiterhin eine richtig geile Mango am Start, die dann einfach so gepusht wird, noch leicht von dem Papaya, dass halt so eine andere Beinote und nicht so eine klare Mango am Start ist. Gefällt mir aber ziemlich gut und auch diese Papaya mit der Mango, die treffen sich wirklich perfekt, weil es einfach ein bisschen mal was anderes ist. Es ist nicht so diese typische Mango, sondern sie hat eben die Beinote, die mir ziemlich gut gefällt, die halt den Tabak so ein bisschen lebendiger rüberbringt, weil es einfach so, es ist halt nicht alles so extrem künstlich. Es ist ein bisschen künstlich, aber eben nicht so extrem, wie es bei anderen Sorten der Fall war. Deshalb, ja, auf jeden Fall ein sehr guter Tabak. Für mich muss ich wirklich sagen, ich würde ihm die 9 Sterne geben. Jo. Ich würde ihm ganz klar 1 Stern abziehen. Das ist wirklich ein ganzer Stern. Das ist einfach nur wegen der Molasse. Es ist echt viel zu viel drin. Ich verstehe, was du sagst. Es ist gerade an der Grenze. Ich muss aber trotzdem sagen, ich würde mir einfach weniger Molasse, dafür mehr Tabak wünschen.
Und ja, auch so mit dem Hitzemanagement ist es dann halt eben die Sache, weil eben so viel Molasse drin ist, ist es dann halt wieder so ein bisschen schade, weil man ihm extrem viel Hitze geben muss und er dann auch gerade so am Ende eher dann zu wenig Hitze braucht, weshalb man dann eher nochmal eine Kohleladung anmachen müsste, ja, um ihn wirklich komplett auszureizen. Ja, 9 Sterne ist auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt. Nicht wundern, dass ich hier mit dem Mundstück die ganze Zeit rauche, machen wir ja normal nicht. Aber ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wir wollen den Boren ja nicht anstecken, ne? Ansonsten sitze ich wieder alleine in den Streams, das wäre ja öde. 9 Sterne, wie gesagt, auf jeden Fall gerechtfertigt, gebe ich ihm auch. Bei mir wäre Geschmack auf jeden Fall 10, das ist definitiv im Moment mein Lieblings-Mango-Tabak. Ich finde ihn brutal lecker, ich könnte ihn auch die ganze Zeit rauchen. Die Feuchtigkeit ist einfach zu viel. Um nochmal darauf einzugehen, was ich eben gesagt habe, das ist hart an der Grenze, dass ich sagen würde, so, das geht gar nicht mehr, das muss ich mir gar nicht in den Kopf packen, das ist einfach viel zu feucht, so wie die ersten Chaos-Produktionen damals, ja, dass es einfach brutal schwimmt. Aber ihr habt auf jeden Fall überschüssige Molasse, die nicht sein müsste, die euch wertvollen Tabak kostet, ja, im Endeffekt habt ihr einfach weniger Tabak dann in der Dose fürs gleiche Geld, wo ihr bei anderen halt vielleicht mehr bekommen würdet, zum Beispiel bei 187 oder so. Aber dadurch, dass der einfach trotzdem so genial schmeckt, ist der bei mir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, häufiger daheim und auch häufiger im Köpfchen an. Ja, 9 Sterne von beiden, da müssen wir auch definitiv nicht diskutieren. Ne? 9 Sterne für den Hukain Papaya und Mango Tabak. Ein sehr, sehr geiles Brett. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr schon Erfahrungen mit Hukain gemacht habt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die anderen Sorten. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht noch so eine kleine Hintergrundstory. Ne? Hukain ist ja jetzt von dem einen von den Jungs von Rauchgold. Habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Rauchgold gibt es jetzt nicht mehr, aber Johannes heißt der, glaube ich, hat jetzt eben Hukain gemacht. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh und gespannt auf die anderen Flavor, weil die teilweise so in die Richtung von Rauchgold gehen sollen. Es gibt zum Beispiel auch wieder den Traube Minze, sein Vater, der heißt jetzt Big Black Berries und soll nur ein bisschen weniger Menthol haben, aber ansonsten ziemlich, ziemlich identisch sein. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns auf die nächsten Sorten, die wir testen können. Wir hoffen, dass euch das Review gefallen hat. Und wenn das so sein sollte, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.